Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit dir die geraffte Variante von meinem Summer Dress nähen. Und genau, die ist ein bisschen höher geschlossen als die V-Ausschnittsvariante, kann aber auch mit oder ohne Ärmel genäht werden. Genau, und wie ich das mache, das zeige ich dir in dem Video. Viel Spaß dabei! Genau wie bei der V-Ausschnittsvariante nehme ich die Vorderteile wieder doppelt, wegen dem Halt und damit ich einfach ein bisschen mehr Sicherheit habe. Und als Zuschnitt brauchst du sonst noch das Rückenteil, dann die Einsätze von vorn und hinten, jeweils auch nur einmal und dann eben die Vorderteile wieder zweimal gegengleich. Genau, und dann nimmst du jetzt gleich das eine Pärchen für die Innenseite und nähst das wieder in der Mitte da zusammen und zwar auch schon mit einem elastischen Stich, das bleibt nämlich so. Und die Nummer 2, das wäre die Variante hier, die hefte ich quasi wieder zusammen mit einem Hilfsfaden und raffe dann in der Stelle das so weit, wie ich es gerne möchte. Und da kannst du das auch wirklich so machen, wie du den Ausschnitt von der Öffnung hier haben möchtest. Und dann kannst du das entweder nochmal mit der Overlock oder mit der Nähmaschine befestigen, so dass es dann eben fest ist. Aber meistens reicht das auch so. Genau, du kannst das mit dem Faden machen oder auch mit dem Gummi oder Framilon. Also das kannst du so machen, wie es dir am liebsten ist. Das Futter lasse ich, wie gesagt, immer ungerafft. Du kannst natürlich die Innenseite auch raffen, dann wird das aber in der Mitte doch relativ dick. Und deswegen lasse ich das immer so. Und nun muss natürlich das Futterstück, ich nenne es jetzt mal so, also das, was du jetzt hier siehst, ja so angeglichen werden, dass es eben die gleiche Form hat wie das Außenteil von der Raffung. Und dafür lege ich jetzt beides aufeinander, rechts auf rechts. Und hefte auch immer alles ordentlich zusammen, schön fest, damit auch wirklich nichts verrutscht. Und dann wird das Ganze zugeschnitten. Wie du siehst, gehe ich hier wirklich immer auf Nummer sicher. Die Außenform, die passt ja noch. Es ist ja in der Mitte nicht so stark gerafft, dass sich alles verzieht, sondern da hast du ja nur ein bisschen die Form verändert. Ne? Und nun wird das Ganze eben zugeschnitten. Du kannst das so machen. Wichtig ist natürlich auch, dass die Mittelnähte da übereinander liegen. Du kannst das Ganze logischerweise auch mit der Schere machen. Und ich schneide immer vor. Und mache dann immer nochmal die Feinarbeit, indem ich das Ganze nochmal zusammenfalte, damit es auch wirklich symmetrisch ist. Genau, nun ist das Futter innen genauso geformt wie die Außenseite. Und jetzt kann es weiter mit dem Nähen gehen. Also auf jeden Fall nähst du jetzt beide Teile entlang des Ausschnittes hier zusammen und wendest sie dann wieder wie bei der anderen Variante eben so, dass dann wieder die rechte Seite außen ist. Das wäre Möglichkeit Nummer 1. Du kannst auch hier an der Seite, wenn du das Ganze ohne Ärmel nähen möchtest, eben auch gleich das Ganze zusammennähen und dann dadurch, dass es ja oben an den Schultern noch offen ist und auch unten, kriegst du das Ganze gewendet. Genau. Das wäre Variante Nummer 2 mit einem schönen, sauberen Ärmelausschnitt dann. Ich werde jetzt allerdings wieder, so wie du es hier siehst, nur den Ausschnitt zusammen nähen. Das Ganze liegt jetzt rechts auf rechts, wird hier zusammengenäht. In der Mitte musst du darauf achten, dass du das dann an der Spitze so ein ganz, ganz bisschen einschneidest. Denn da soll sich ja trotzdem der Ausschnitt schön legen. Und dann wird das Ganze links auf links gewendet, sodass die rechte Seite außen ist. So weit bin ich jetzt und ich werde das Ganze mit einem Jersey-Streifen am Ärmelausschnitt da versäubern. Das heißt, hier ist das alles noch offen
Und jetzt lege ich das mit der rechten Seite so hin, dass es mich anguckt, das Oberteil. Und jetzt kommt das Rückenteil rechts auf rechts oben drauf und wird dann an den Schultern angenäht. Genau, ich habe da oben wieder den Ausschnitt versäubert. Solltest du jetzt bei den Vorderteilen die Ärmelausschnitte schon versäubert haben, musst du das natürlich jetzt bei dem Rückenteil auch als erstes machen. Also da müssten jetzt auch die Ärmelausschnitte hier versäubert worden sein und nach innen umgeklappt und festgenäht, sodass es dann oben auch zusammenpasst, ne? Aber ich mache jetzt, wie gesagt, die einfachere Variante, würde ich jetzt mal so sagen, rechts auf rechts aufeinander legen, das Ganze an den Schultern zusammennähen und dann eben den Ärmelausschnitt mit dem Streifen versäubern. Genau, wenn dann der Ärmel da versäubert ist oder eben auch der Ärmel angenäht ist, dann geht es wieder weiter wie bei der anderen Variante und jetzt wird die Passe vorne eingesetzt. Genau, das Ganze wird auch genauso gemacht wie bei der anderen Variante. Das heißt, wieder schön feststecken. Hier auch wirklich ein bisschen pinglicher sein, weil ja eben die Wölbung wieder entgegengesetzt ist und das nicht ganz so einfach aufeinander passt. Deswegen hilft es wirklich, wenn man da ganz genau lang steckt und lieber eine Nadel mehr als eine weniger nimmt. Ich mache es auch immer so, dass ich wirklich erst wieder nur die eine Seite annähe und dann die zweite Seite feststecke und dann eben in dem zweiten Rutsch die zweite Seite annähe. An der Spitze wird es, wie gesagt, wieder so ein ganz bisschen frickelig und da musst du auch wirklich darauf achten, dass du alle drei Lagen des Stoffes hast. Also einmal Vorderteil außen, dann das Vorderteil innen und eben den Einsatz. Und genau, wenn man sich da aber Zeit lässt, eben gut steckt und langsam näht und ich nehme da auch wirklich die normale Maschine immer, damit man nicht aus Versehen mit der Overlock-Maschine da irgendwas abschnibbelt, dann wird das auch, also da keine Sorge. Und wenn das angenäht ist, dann geht es auch wirklich jetzt weiter wie bei der anderen Variante. Du nähst an dem Rückteil die Passe hinten wieder ein und setzt dann das Kleid zusammen. Genau. Ich habe mich hier, wie gesagt, für die Streifenversäuberung entschieden. Ja, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, denn, und deswegen ist es immer ganz praktisch, sich wirklich die Seiten zu markieren. Ich habe die Streifenversäuberung falsch rum angebracht, nämlich auf der Innenseite. Und ja, das ist mir dann natürlich erst, als ich fertig war, aufgefallen, ne? Und deshalb sieht es jetzt innen richtig toll aus. Und als ich das dann aber gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich ganz cool, dass das da so ein bisschen übersteht. Und ich habe das ein klein wenig großzügiger abgeschnitten. Und das hat jetzt so ein bisschen, weil sich es dann noch dreht mit dem Jersey, so einen ganz lässigen Style. Also da, ja, ist jetzt ein bisschen aus der Not geboren, aber ich finde es trotzdem ganz cool. Ich habe es nicht wieder aufgetrennt. Genau, wie gesagt, jetzt geht es weiter wie bei der anderen Variante und ich denke, das sollte jetzt dann auch kein Thema sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nähen und ja, ich hoffe, du wirst dein Summer Dress den Sommer ganz viel tragen. Hinterlass mir ruhig einen Kommentar, falls du noch Fragen hast. Und ansonsten, wenn du in den sozialen Medien unterwegs bist, dann verlinke bitte auf jeden Fall dein Kleid mit Finas Summer Dress, weil dann kann ich mir das nämlich anschauen. Viel Spaß beim Tragen und ich freue mich natürlich auch über ein Abo und dann auch gerne die Glocke aktivieren, damit du informiert wirst, wenn neue Videos von mir kommen. Bis dann. Tschüss.